Links gedrückt halten, eigentlich nicht versucht. Aber ich glaube, dann zieht man das nur so im Inventar. Ne, ne, links gedrückt halten bringt auch nichts. Du begegnest einigen wilden Brahmin. Okay. Rechts gedrückt halten. Ich dachte eigentlich auch, dass ich, wenn ich Rechtsklick mache, dann da mehrere Sachen öffnen, aber tun sie irgendwie nicht. Kann man probieren, Rechtsklick gedrückt halten? Nee. Mob. Händlergruppe. Soll ich mit denen handeln oder soll ich lieber weglaufen? Ich laufe lieber weg, oder? Nachher schießen die wieder auf mich. Ah, ich bin nicht im Kampf gerade. Ja. Mein Bild ist weg. Sieht aber eigentlich gut aus. Sklavenhändler und Sklaven, die sich gegen Goldgeckos wehren. Man hört und sieht mich nicht mehr. Jetzt ist es wieder da. Ja, heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich weiß nicht genau warum. Ich habe nichts geändert. Da ist nicht viel passiert. Ich bin immer noch auf dem Weg nach Klammert. Nach Den. Ja, Twitch scheint heute irgendwie Probleme zu haben. Weil ich drop keine Frames und nix. Also von mir aus ist alles super. Ach komm. So. Also mein eigener Stream laggt bei mir nämlich auch immer wieder jetzt. Und das hat er schon sehr lange gar nicht mehr gemacht. So, das heißt, ich speichere jetzt hier auch nochmal ab. Na, dann mach doch, Kiki. Weiß nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Und zwar, was spendiere ich ihm vielleicht jetzt wirklich die 100 dann aber auch? Wie wäre es, wenn ich dir eine warme Mahlzeit spendiere? Ich glaube, ich habe gerade keinen Hunger. Wie wäre es, du gibst mir Geld, ich hole mir später was. Niskal, ich wette, du kaufst Jet damit. Was hast du gesagt? Nimm das zurück, egal was es bedeutet, es kann nichts Gutes sein. Jetzt verliert er das Bewusstsein. Kann ich jetzt einfach warten? Willst du dich wieder über den armen Kerl lustig machen? Na los, worauf wartest du noch? Bringen wir es hinter uns. Tut mir leid, ich hab's nichts gegen dich. Ciao. Hier hast du 100 Dollar. Gott segne dich, du hast mir das Leben gerettet. Kannst du mir vielleicht helfen?
Ja, so eine Art Echse, glaube ich. Ich habe aber noch nie einen gesehen. Ja, statt Geg sagt der Gecko. Nach einem Geg nichts. Nach einem Gecko. Du meinst Gecko? Ja, das ist eine Echse. Ungefähr so groß. Karl zeigt die Größe mit den Händen an. Man kann nicht genau erkennen, ob die Echse 10 cm oder 1 Meter lang ist. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ich weiß, wo man das kriegt. Garten, E. Karl fällt vornüber und bewisst das Verlustsinn. O gütiger und großherziger Mensch, was kann Karl für euch tun? Nimmt die Mütze ab und breitet die Hände aus. Was für ein was von einem Garten? Wieso kann ich nicht direkt sagen, komm bitte mit? Aber ja, ich hatte den größten Garten, den man sich wünschen kann. Bloß, wo ich herkomme, nennen wir das eine Farm. So eine Art Echse, glaube ich. Ich habe aber noch nie einen gesehen. Muss ich ihm noch mal 100 geben? Achso, jetzt kommt wieder seine krasse Geschichte. Und dann ist er hinterher noch im Widerfeld in Ohnmacht. Hier werden die Geister mich nicht finden, schluchzt. Ey, dieser Typ. Oh, das ist vorbei. Jetzt habe ich's verhauen. Hätte ich ihm einfach nochmal 100 geben sollen. Okay, Moment, ich probier's mal. Also. Right-click, so the hand-icon turns into a cursor. And hold the left-button. Ah, okay, und jetzt gibt's hier mehrere. Und hier kann ich's benutzen. Okay, dankeschön. Und hier könnte ich jetzt auch noch mehrere machen. Hey! Karl sieht schon gesund aus. Ich weiß nicht. Hey, würde ich fahren, Boss. Tja, ich glaube, das habe ich verhauen. Vielleicht, wenn ich mal rausgehe und wieder rein. Du bist sicher, dass der mit muss? Dass das nicht reicht? Ich lade mal und schütte ihn mit Geld zu. Sicher, Kumpel, wie viel brauchst du? Du spinnst, hier hast du 25. Keine Ursache. Hier hast du 100. Gott segne dich, keine Ursache. Hier hast du 100. Gott segne, keine Ursache. Hier hast du 100. Ich dachte, vielleicht sagt er, oh Mann, das ist so geil von dir, jetzt habe ich schon 300 bekommen, jetzt folge ich dir überall hin. Oder vielleicht gleich das erste machen, wo er dann quasi in diesen Zustand kommen und dann direkt irgendwie 5 Tage warten.
Weil ich meine, jetzt habe ich mich ja wirklich beeilt. Jetzt habe ich quasi noch... Ich sag mal, ich hatte ja am Anfang 30. Jetzt sind vielleicht irgendwie 6 vergangen über den Weg da hin und her. Oder 3 oder so. Und über den Weg vielleicht 10. Ich brauche 10 zurück. Das heißt, ich habe noch 8 Tage oder so Zeit. Das heißt, ich kann es mir eigentlich erlauben, 5 Tage zu warten oder so. Mein Intelligenzwert gigantisch hoch. 8. Was ist los mit dir? Jetzt kommt eine krasse Geschichte. Geister nicht finden, Schluchz. Ne, das war's, glaube ich, dann. Wenn man ihn das einmal fragt. Oder ich gehe doch zurück und versuche, denen das so zu erzählen. Vielleicht geht's ja doch irgendwie. Mit meinem gigantischen Intellekt. Oder was ich auch mal machen könnte, ist, man kann da mit allen handeln. Vielleicht hat er irgendwas dabei. Achso, ne, die Person will nicht mit mir handeln. Okay. Jetzt laufe ich einfach mal zurück und guck mal, ob das was bringt. Vier Tage habe ich noch. Ich habe einen Säufer in Den gefunden, auf den die Beschreibung von Karl passt. Er sagt, er war ein Farmer, bis ihn die Geister vertrieben haben. In Den? Ich glaube, wir waren wohl ein bisschen hart mit ihm. Ich kann mir vorstellen, was er auf der Geisterfarm durchgemacht hat und keiner glaubte ihm. Du sagst, er ist jetzt ein Säufer in Den? Warum, wenn du ihm mitteilen könntest, dass wir ihm glauben und dass er heimkommen soll, wäre ich sehr dankbar. Ich habe auch herausgefunden, dass die ganzen Leichen um die Farm herum nur Schwindel sind. Puppen, bla bla bla, das hatten wir schon. Wirst du mit dem Anführer der Schlacken reden? Ja, ich glaube, die Schlacken und die Leute von Modok können zu einem für beide Seiten nützlichen Abkommen gelangen. Danke, dass du Modok gerettet hast. Da war noch die Sache mit meiner Belohnung. Du wolltest mir sagen, wo das heilige Geek ist. Oder Geek. Oder etwas legen. Naja, weißt du, ich weiß eigentlich nichts über dieses heilige Geek-Zeugs. Das du suchst. Du musst verstehen, wir waren verzweifelt, aber ich kenne einen Ort, der heißt Gecko. Liegt irgendwo östlich von hier. Wenn ich wetten müsste, würde ich darauf setzen, dass ich dem Geek-Ding, dass sich dein Geek-Ding dort befindet. Hey, um dir zu zeigen, dass wir ein Herz haben, nimm dir, was du brauchst aus meinem Laden als Zeichen unserer Dankbarkeit. Ich bin sicher, alle anderen Einwohner sind ebenso dankbar. Danke, du hast uns alle gerettet. Tschüss. Okay, ich kann alles mitnehmen, aber hier scheint nichts zu sein. Hey, lass das, der hat gerade noch gesagt, nimm alles mit.
3000 von wegen hier, nimm einfach alles mit. Was ist denn das hier? Jagdgewehr. Ich weiß immer noch nicht, soll ich mich mal drum bemühen, irgendwie eine Schusswaffe zu kriegen? Ach, das war ein Level-Up. Warte mal, ich will nämlich gerade mal gucken. Nichts bieten, nichts bieten. Reden. Ich will gerade mal gucken. Achso, dann kommt wieder nur der Handelsbildschirm. Wie nochmal meine Skills jetzt aussehen. 21 Punkte kann ich hier verteilen, okay, weil... Pistole hast du, genau. Aber bisher war das halt irgendwie immer kacke. Und ich wollte nochmal gucken, okay, kleine Waffen habe ich 48. Unbewaffnet 62, Nahkampf 83. Vielleicht sollte ich dann kleine Waffen mal skillen. Ja, die Skorpion, ich würde es ja dann tauschen, wenn ich jetzt was brauche. Ich denke mal, dann packe ich jetzt alle 21 Punkte mal in kleine Waffen. Wieso sind die hier eigentlich grau? Achso, das sind meine drei besonderen Fähigkeiten, ne? Vielleicht sollte ich auch reden lieber dann noch besser machen. Aber so langsam muss ich echt mal gucken, dass ich irgendwie kämpfen kann. Zumal hier die Prozent plus 5 mal Charisma. Das heißt, ich habe ja noch 30 quasi oben drauf. Dann bin ich schon bei 95. Oder ist das hier schon mit eingerechnet? Nee, kann nicht mit eingerechnet sein, weil zu zweimal Beweglichkeit wären ja dann schon 12. Hey Nox! Doch schon mit eingerechnet? Ja, ich glaube, ich skill mal kleine Waffen. Und dann switche ich so langsam um auf Pistolen. Rated Streamers from Germany and Poland. Ja, yeah, I don't know. Ja, ich glaube, ich skill jetzt einfach Kleinwaffen, oder? Is that so? No US Streamers or English Streamers streaming old games? Ich meine, es dauert ja nicht so lange, dann habe ich wieder ein Level up und dann mache ich irgendwas anderes ganz viel. Reden ist mir eigentlich, und die drei Sachen sind mir eigentlich mit am wichtigsten, aber ich habe die wirklich bisher kaum gebraucht. Und kleinen Waffen sind ja im Grunde alle Waffen, da sind ja sogar kleine Maschinengewehre und Gewehre bei. Große Waffen ist ja nur Raketenwerfer, Flammenwerfer, Zeug. So, und dann... Und mit dem Händler konnte man ja irgendwie nicht handeln. Gothic 2-2. Die Frage ist jetzt so ein bisschen... Okay, also was ich auf jeden Fall nicht brauche, sind die Skorpion-Dinger. Zack, 30. Das Ding brauche ich nicht. Brecheisen ist vielleicht gut, um Sachen aufzukriegen, ne? Jet benutze ich auch nicht. Zack, Jet ist wertvoll. Der kann weg. Die Munition wiegt nichts, die würde ich gerne noch behalten. Das Bild kann weg. Seil würde ich eins gern behalten. Die tragischen Karten nehme ich noch. Merkst du ja nicht, ob es was gebracht hat. Okay, das stimmt. Ja, das kenne ich auf jeden Fall mehr, aber momentan habe ich eher das Gefühl, dass ich zu schwach bin, wenn es ums Ballern geht. Okay, 10mm Munition habe ich und die Waffe, die ich habe, ist ja auch eine 10mm Waffe, ne? Achso, die wird jetzt nicht angezeigt, weil ich sie in der Hand habe. Okay, jetzt ist die Frage nur...
Hätte ich dann lieber jetzt noch ein Jagdgewehr? Kaufe ich mir ein Stimpack? Kann natürlich auch ein bisschen gegen 10 mm Munition tauschen. Ja, das ist halt jetzt immer das Problem, ne? Der hat halt kein Geld. Das heißt, jetzt einfach nur so Zeugs verkaufen geht halt nicht. So vielleicht? Mich wenigstens den Scheiß los, den brauche ich sowieso nicht. Mach ich einen Verlust von 10. Ich glaube, ist okay. Hauptsache, ich bin den Scheiß erstmal los. So, dann will ich nochmal gucken. Ach so, dass ich das Heilpulver wegmache. Ja gut, aber das ist ja nur temporär. Das geht ja dann wieder weg. So, wenn ich jetzt mal gucke. Geschärfter Speer 4 bis 13. 10 mm 5 bis 12. Und 25. Ich muss halt echt mal gucken, auf welche Entfernung ich damit halt noch treffe. Nee, aber du hast schon recht, die Stimpaks sind natürlich dann besser. Aber Stimpaks im Tausch, habe ich festgestellt, bisher sind richtig, richtig teuer. Jetzt hätte ich eigentlich gern noch mehr Infos über Johnny. Kann er noch mal kurz gucken, ob die mir noch was sagen wollen? Die haben ja nur gesagt, er ist weg. So, das heißt aber, der nächste Weg führt jetzt noch mal zurück. Gegen Geckos Abstand, gut, ja, das glaube ich. So, was hat er denn nämlich hier? Hat er nämlich eine Lederrüstung oder eine Lederjacke? 1600, ja. Das ist einfach, nein. Kann ich mir nicht leisten. Was kostet die Lederjacke? 590. Lohnt sich eine Lederjacke oder soll ich dann lieber noch warten? Ich glaube, dann warte ich noch. Außer du schreibst jetzt, dass sie unglaublich gut ist. Die sehen cool aus, die Jacken. Bitte finde Johnny. Okay. Besser als dein Strampelanzug. Ey, komm, die Vault-Dinger sind doch auch cool. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage. Das heißt, jetzt gehe ich erst nochmal zurück nach Den, um dem Bescheid zu sagen. Und den Klamath hat mir der Betrunkene, hätte mich dann noch diese Gecko-Quest gegeben. Okay, das heißt, ich gehe erstmal wieder zum Den. Ach so, vielleicht sollte ich mir vorher noch, warte mal, bei auf der Geisterfarm eine Belohnung von denen abholen? Ah, kann ich jetzt hinterher immer noch machen. Lederjacke lohnt sich schon. Ah, ich will dann schon die Rüstung haben, glaube ich. Im Vergleich zu nix ist das natürlich dann immer noch eine große Verbesserung, aber... Krass, nicht einen Encounter. Und vielleicht sollte ich mir früher oder später doch überlegen, dass ich einen mitkommen lasse. Und ich habe jetzt auch die Kohle, um zurückzugehen und ihn hier zu befreien. Das mache ich vielleicht gleich. Erzähl Karl, was Jo gesagt hat. Ha, Geister Karl, die sind überall. Schau, da ist einer. Das ist gemein. Voll traumatisiert. Du meinst, ich kann nach Hause gehen? Keine Geister mehr? Karl bricht zusammen und weint. Liebe Güte, es gibt doch nichts Schlimmeres, als einen erwachsenen Mann weinen zu sehen. Danke, ich kann endlich wieder nach Hause gehen. Ja, das ist das Schlimmste, muss ich mich immer übergeben.
Wo hattest du eigentlich gesehen, dass ich Levelaufstieg hatte? Das stand hier einfach unten links, war. Naja. So, dann speichere ich nochmal. Und dann kaufe ich ihn mal frei. Er wartet auf dich. Achso. Ah ne, Quatsch, ja, ich muss ja mit dem reden. Du gehst mir langsam auf die Nüsse. Was zum Teufel willst du jetzt schon wieder? Schon wieder? Ich war irgendwie einen Monat unterwegs. Lieber Vic, was willst du mit ihm? Warum behältst du ihn hier? Er hat immerhin versucht, mich zu bescheißen. Vielleicht können wir das mit Geld regeln. 1000? Ich dachte 500. Ja, nee, das bringt mir nichts. Tut mir leid, das kann ich mir noch nicht leisten. Okay, ich dachte, es wären 500. Kann man sonst noch irgendwas fragen? Du Schwachkopf, glaubst du, das hier ist ein Laden oder was? Komm wieder, wenn du einen Sklaven zu verkaufen hast. Wenn du sonst was verkaufen willst, beweg deinen Hintern in einen Laden. Hätte ich was anderes fragen? Vielleicht. Was hast du, Idiot, denn gedacht? Das hier ist eine Sklavenhändlergilde. Ich kaufe und verkaufe Sklaven. Okay, in Ordnung. Tschüss. So. Dann auf nach Klamath. Und da war ja dieser Betrunkene mit der Schnapsbrennerei. Ich glaube, das mache ich dann. Kann ich ein paar Geckos klopfen. Eine Gruppe Fallensteller, die versucht, Goldgeckos zu fangen. Nein. Einigen Bauern. Bauern? Sie ist einen schlanken, sonnengebräunten Mann. Sie ist eine schlanke, sonnengebräunte Frau. Bald deine Hände dort, wo ich sie sehen kann. Wir wurden in letzter Zeit öfters vom Banditen heimgesucht und du könntest auch einer sein. Was willst du? Wollte nur Vorräte eintauschen. Das ist ja wohl nichts Schlimmes. Hier ist, was ich anzubieten habe. Obst. Ach, ich weiß nicht. Obst. Ich weiß nicht, lohnt sich diese Höhle zu betreten? Was ist da eigentlich? Warum? Achso, das sah aus, als ob da irgendwas Blutiges liegt. Da schon, die haben da einen umgebracht und stellen sich so unauffällig da irgendwo hin, dass man den nicht sehen kann. Willkommen zurück, Kiki. Grund. So, ich speichere nochmal. Ich glaube, hier habe ich noch ganz viele Quests übersehen. Na dann, viel Spaß dabei. Bei den Keksen. So, wer war denn das hier? Kneipengast, der einen Krug Bier trinkt? Ne, der war gar nicht hier, ne? John L. Sullivan, den Boxer. Ach Gott, wo war der denn? War der hier oben direkt irgendwo drin? Ja, ne? Whiskey Bob, genau. Mein Name ist John McBeam. Schön, dich kennenzulernen. Trink spendieren mache ich gerne. Kleines Problemchen. Kann ich dir weiterhelfen? Hört sich gar nicht schlecht an. Erzähl mir mehr darüber. $50 scheint mir nicht gerade viel für diesen Job. Du bist wirklich ein harter Geschäftsmann. Okay, ich gebe dir 65. Machst du es? Markierung still accept plus setzen. Okay, das war wohl für den Programmierer.
Dass man die erhöhte Belohnung kriegt? Okay, ich mach's. Du musst nur nach einer kleinen Hütte südlich der Stadt suchen. Da gehst du rein, legst etwas Feuerholz in den Destillator, dann kommst du wieder zurück und du bekommst das Geld. Klar. Machst es super. Ah, vergiss nicht, du musst es bald machen. Kein Problem, wir sehen uns morgen. Hat er mir das Feuerholz jetzt gegeben? Oder es liegt daneben Feuerholz und ich muss es nur machen.